Hallo meine Lieben und willkommen zu ein bisschen Blabla von mir am Abend. Ja, ich muss mal ein bisschen hier meine Seele befreien. Ich habe doch erzählt, dass mein PC, ich glaube, ihr habt es noch nicht gesehen, es kommt eine neue Star Wars Folge, die habt ihr vielleicht noch nicht gesehen, dass der sich abschaltet von alleine. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was könnte das sein? Ne? Und jetzt ist es wieder passiert, er hatte sich abgeschaltet und dann ging die Kiste nicht mehr an. Aber wie ein echter Jedi-Ritter sein Lichtschwert selber baut, selbstverständlich, ja, baue auch ich meinen PC selber. Und dann bin ich mal herabgestiegen in die Tiefen und ich habe alles gecheckt. Ich habe RAM gecheckt, ich habe die Grafikkarte gecheckt. Ich habe, eigentlich hab ich die beiden Sachen gecheckt, okay. Und da habe ich schon gemerkt, das kann es nicht sein. Mainboard funktioniert eigentlich ganz komisch, aber die CPU kam mir komisch vor. Ich dachte, oh kacke, mir hat die CPU vielleicht irgendwie zerrissen oder so, ja. Und dann habe ich mal probiert, den Lüfter abzuschrauben und die CPU rauszunehmen, wieder reinzutun, gell. Und da habe ich schon gemerkt, die Wärmeleitpaste ist nicht 100%. Da ist irgendwas ein bisschen komisch, gell. Dann habe ich das, was noch da war, alles schön verteilt. Ich habe keinen Ersatz. Ich muss das morgen oder so irgendwie dringend besorgen, gell. Vielleicht auch mal einen gescheiten Lüfter. Und ja, und dann habe ich mir, weil ich habe einen 10.700K Intel drin. Ja, und der ist eigentlich super. Also ich finde das überragend. Das reicht auch allemal. Für das, was wir machen wollen, ist das mehr als genug. Das Einzige, was an meinem PC nicht mehr passt, ist die Grafikkarte. Jedenfalls habe ich das so gemacht, habe da gebastelt und habe dann den Lüfter wieder dran geschraubt. Und siehe da, als der Lüfter wieder richtig perfekt gesessen ist, tut der PC auch wieder. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Echt, ich bin so glücklich. Dann dachte ich mir, komm, jetzt im Zuge dieses Glücksmoments schauen wir uns ein neues Spiel an. Nur kurz, das ist nur eine ganz kleine Zwischenfolge. Ja. Hauptaugenmerk liegt auf Stellaris. Wie ihr hier sehen könnt, Stellaris Version 3.04 momentan. Diese C6-Mod, was ist das? Bestimmt auch cool, keine Ahnung. Jedenfalls, das haben wir drauf wegen, wenn man mal guckt, Stellaris Steam, yeah. Wenn man mal guckt, wegen dem wegen Star Wars Fallen Republic. Ja. Ich habe nicht alle Mods von Fallen Republic an, die es gibt. Da gibt es noch diesen Galaxy Battleground, More Music und so weiter. Die sind aber für ältere Versionen hier, für 2.72. Und ich setze es jetzt nicht zurück auf 2.72. Das mache ich nicht. Ja, ja, schade, dass Vira als Game Changes nicht weiter unterstützt wird. Was ist da los? Was ist da los? Ja, genau, jedenfalls gibt es dann auch Playsets, das werde ich als nächstes Mal machen, verschiedene Playsets erstellen, da kann ich dann sagen, okay, wir machen Playsets, Playset 1, kann man hier sagen, kann man sich aussuchen, neues Playset, ja, ich mache Star Wars Fallen Republic, drücke drauf, dann lädt er mir die Mods von Fallen Republic, ja, wenn ich die halt zugefügt habe, oder das Anfangs-Playset und so, und dann kann man sich für jeden Mod, den man eben spielen will, ein eigenes Playset erstellen, finde ich mega spannend. Wenn wir gerade dabei sind, wollte ich euch das ganz kurz zeigen, für die, die es nicht wissen einfach, wie das funktioniert. Ihr macht Rechtsklick auf euer Stellaris, ja, Rechtsklick, geht auf Eigenschaften und dann sind hier Betas und dann könnt ihr hier, wenn ihr auch einen alten Mod starten möchtet, könnt ihr sagen, welche Version ihr gern installiert haben möchtet. Ja, das hier ist die neueste Version, genau, und dann hier halt kommen die ganzen alten Versionen. Okay, genau, und wir haben jetzt eben die 2.7.2, glaube ich, gebraucht, die Wales-Version. Die haben wir gebraucht, damit es hier läuft. Ne, das stimmt ja gar nicht. 3.04, Blödsinn, was erzähle ich da? Die Dick-Version, ja. Philip K. Dick, ja, kein anderer Dick. Also Philip K. Dick, der Fantasy-Autor. Der zum Beispiel geschrieben hat, träumen Roboter von Schafen? Oder irgendwie so. Ja, sehr gut, auf Deutsch auch, oder auf Englisch auch Blade Runner genannt. Aha, oh. Interessant. Jedenfalls. Genau, ich wollte euch ja mal die Steam-Bibliothek zeigen und euch sagen, was ihr nicht macht. Kauft nicht jedes Spiel und spielt dann auch das, was ihr dann habt. Weil ein Spiel nur da drin zu haben, um es zu besitzen, macht überhaupt keinen Sinn, wenn man es vielleicht mal nett fand. Wenn man es mal guckt, kürzlich sind einen ganzen Haufen Spiele, die ich einfach mal so gespielt habe. Es gibt bei mir ein paar Klassiker, die ich immer wieder spiele. Ja? Das ist zum Beispiel das Beste, eines der besten Spiele, Ultimate General Civil War, immerhin 66 Stunden. Ich finde, das ist eine ganze Menge für jemanden, der auch noch arbeitet, ist das gar nicht so wenig. Und das ist auch eins der Spiele, wo ich aktiv ein bisschen gucke, dass ich hier auch Errungenschaften kriege. Ja, wobei Errungenschaften bei Steam bedeuten mir persönlich fast nichts. Bei der PlayStation
da ist es was anderes. Das ist irgendwie so gemacht. Du kriegst durch diesen Ton Bing, dieses Glücksgefühl, dann wird da die Trophäe eingeblendet. Das ist schon geil. Ja? Das ist schon geil. Bei Steam finde ich's, habe ich den, da turnt es mich nicht an, da finde ich es nicht interessant, das zu machen. Ja, also, keine Ahnung. Ja, Ultimate General, Civil War. Dann dasselbe Zeichen. Was ist jetzt los? RimWorld, ja, auch toll, 28,5 Stunden. Das hat so viel mehr Stunden verdient, aber ich habe doch nicht die Zeit, Leute, das alles zu machen. Es ist überragend brutal, mega geiles Spiel. Richtig gut. Number One, selbstverständlich. Stellaris jetzt mit immerhin 311 Stunden, das hält sich auch noch in Grenzen. Wenn ihr wüsstet, was ich in World of Warcraft verbraten habe, das geht in Tausende, mehrere Tausende Stunden, ich schwöre es euch. Aber ist ja auch schon seit 2004, seit 2005, was ich da gespielt habe. Das ist meine Civilization 6, 110,5 Stunden. Ja klar, da machst du mal geschwind eine Multiplayer-Party mit einem Kumpel und dann hört es halt auch nicht mehr auf und dann macht es Spaß und dann ist schon dein Abend und morgen und der nächste Tag begann. Versteht ihr? Es ist halt geil. Ja, richtig geil. Was ist noch gut? DEFCON habe ich mir angeschaut, war aber nicht so ganz meins, damit das bin ich nicht warm geworden so richtig. Final Theory habe ich mir gekauft, weil es im Sale war, total billig, irgendwie für 2 Euro oder irgend sowas. Ja, XCOM 2, König der Taktik-Spiele, es ist halt wirklich überragend gut. XCOM 2. XCOM 2 macht in dem Detail so viel richtig, was ich mir gerade auch für Stellaris wünschen würde. Ja? Bei XCOM 2, da hast du deine Helden. Und dann hast du eine Ahnengalerie. Der Held und so ist in der und der Schlacht gestorben. Das wär's doch auch für Stellaris, ja? Dass ich da weiß, okay, der Admiral hat in der Schlacht so irgendwie, was weiß ich, ja. Zum Beispiel, ist doch geil, dass man Orden verleihen kann. Warum kann ich denn meinen Admirälen oder so keine Orden verleihen für besondere Leistungen oder Wissenschaftlern oder irgendjemandem? Ja? Das würde so viel Tiefe noch reinbringen und es wäre einfach so. So immersiv und geil, wenn man die Leute entsprechend ehren könnte, dann verbindet man eine ganz andere Verbindung zu denen. Ich spreche jetzt nicht davon, dass man wie in einem Rollenspiel oder bei Crusader Kings eigenen Skilltree haben muss für die Leute. Aber prinzipiell wäre das doch einfach, boah, oder? Boah, wäre das geil. Crusader Kings 3 selbstverständlich ist bei mir dauerinstalliert, selten gespielt, aber es ist auch richtig, richtig toll. Ich komme halt nicht dazu. Ist auch gut. Red Dead Redemption 2, auch gut. Nehme ich auch auf, aber da mache ich ab und zu mal eine Folge. Ja, jetzt auch nicht regelmäßig. Monkey Island 2 Special Edition, Klassiker. Ich habe es aufgenommen. Vielleicht habt ihr es euch angeschaut. Rentiert sich. Selbstverständlich. Ich gehe jetzt nicht alles durch. Ich gehe nicht alles durch. Ich gehe nur noch ein paar Sachen durch. Distant World Universe. Da wird Distant Worlds 2 rauskommen. Und das ist was, wo ich mir dann überlegen muss, ob wir das mal als Alternative vielleicht zu Stellaris angucken, zumindest. Und angucken meine ich jetzt ein bisschen intensiver angucken. Distant Worlds Universe sieht aus wie eine, keine Ahnung, ich würde jetzt, möchte jetzt nicht sagen, spielbare Excel-Tabelle, ja, es ist halt brutal, brutal miese Grafik, also richtig Windows-Style hat die Grafik. Und können wir hier gucken, ja, also so müsst ihr euch das ein bisschen vorstellen. Halt brutal hässlich. Aber da ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist, und zwar man ist der Staat. Und da gibt es eine strikte Trennung zwischen Staat und Wirtschaft. Ja, als Staat zum Beispiel stelle ich Schiffswerften zur Verfügung und private Firmen kaufen bei uns dann Schiffe und ich glaube, die halten die auch instand bei uns und so. Wir machen die Reparaturen und die holen dann wieder Erze, ja, von diesen Erzminen auf anderen Monden und so und bringen sie zu uns und verkaufen das bei uns und davon kassieren wir dann wiederum Steuern. So funktioniert da das Geld. Ja? Während bei Stellaris kriegst du halt dann, dass du die Erzmine, dann kriegst du das Erz. Ja, du hast Gas und dann kriegst du das Gas. Ja, und dort wird es eben durch die private Wirtschaft gemacht und das finde ich halt richtig spannend. Und du musst vielleicht dafür sorgen, dass die Wirtschaft auch dann beschützt wird. Du musst Eskorten denen mitgeben und so. Das, ja, es ist halt geil. Und das finde ich so interessant. Bei Distant World Universe hat es sehr, 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 sehr viel zu bieten. Und die Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Ja, hier. Nexus, The Jupiter Incident. Uraltes Spiel, aber richtig geil, weil da, wo ich öfter mal sage, hier das Thema Mauerschau und so, gell? Ich glaube, bei Maria Stewart war das von Schiller. Irgend sowas. Jedenfalls, du siehst nicht, was passiert, du kriegst es erzählt.
Und das passt ja bei Weltraumspielen wunderbar. Die gehen, deine Armee zum Beispiel, geht in irgendein Alien-Hive oder so und du hörst nur die Funksprüche. Ja, ah, wir sind hier. Es sieht alles sehr dunkel düster aus. Wir hören Geräusche, irgendwie sowas. Ja, und dann hörst du auch mal Pistolenschüsse. Dann, nein, sie kommen, sie fressen uns. Irgend sowas halt, ja. Oder hier stimmt was nicht. Ja, so, das ist die Mauerschau, dass du die Fantasie anregen kannst. Und zwar extrem. Und das ist toll. Und das gibt es hier bei Nexus the Jupiter Incident, war das auf jeden Fall so gewesen bei einer Mission. Und das war, werde ich nie vergessen. Es war richtig geil. Ja. Ich bin auch Fan von allem, was mit Technik zu tun hat. Und dazu gehört auch Zweiter Weltkrieg, dazu gehören auch U-Boote. Einfach prinzipiell jetzt, ja. 2,6 Stunden, ihr seht, ich habe halt nicht die Zeit, das so zu spielen, wie ich es gerne mal würde, aber auf jeden Fall ein tolles Spiel. Und da muss man halt eben auch dann gucken, wie man in Angriffsreichweite kommt. Und man muss tauchen. Und man muss, ja, keine Ahnung, die Torpedos vorheizen. Man kann von Hand den Torpedokurs berechnen. Man kann sich oben hier in die Kanone stellen und es ist schon gut. Also, mega geil. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Hier sieht man auch dann den Tank Mechanic Simulator, mag ich auch ganz gern. Nein, nicht installieren, nein. Auch solche Sachen, da muss man einen Panzer instand setzen. Interessant, ja. Ein bisschen weiter runter. iRacing, also das wisst ihr nicht wahrscheinlich, aber ich bin viel Rennen gefahren. In 2 Minuten hier stimmt nicht, ja. Also ich bin viel mehr gefahren. Ich bin früher in den 90ern, Anfang der 90er, Kartrennen gefahren. Im ICA 100 Junioren hieß es. Und da bin ich auch Deutsche Meisterschaft mitgefahren und ich war auch mal auf der EM. In Parma ist aber auch schon, ja, eben Mitte der 94, glaube ich, waren wir in Parma. Sowas, ja, also war gut, aber dann war es eben zu teuer, man konnte da nicht weiterfahren. Und ja, nur eins noch ganz nebenbei am Rande: Mein Vater hat für Sebastian Vettel die Kartlizenz gemacht. Ja, also der war da der Leiter von dieser, von der Gruppe, wo sie das eben gemacht haben. Ja, nur damals kannte niemand Sebastian Vettel. Also, kannte niemand. Ich zum Beispiel, ich bin Rennen zusammen mit André Lotterer gefahren. Nur halt, ich war immer hinten im Feld und er war halt ganz vorne, aber der war bei mir dabei. André Lotterer, falls ihr den kennt, ist noch ein paar andere dabei. Also, so ist es jetzt nicht. Ja, das war halt damals unsere Zeit. So, Star Trek Online, selbstverständlich. 58,3 Stunden, das kann schon sein. Sehr immersive Geschichten, richtig cool. Ja, High Fleet hat mich gereizt, reizt mich immer noch, aber einfach keine Zeit. Das alles so zu spielen. Endless Space 2. So gerne möchte ich das auch mal weiterspielen. Ist auch nach wie vor installiert. Das ist ein gutes Spiel. War schon im September, meine Güte. Ja, und so geht es dann weiter und es geht weiter. Und Motorsport Manager. Everspace 2, tolles Spiel. Das war schon im Juli, schaut mal. Und hier, mein heimliches Laster. Adventure Capitalist 202 Stunden. Das ist so ein Knöpfchen-Klickerspiel. Ein Klickerspiel ist das halt, ja. Und macht halt Spaß. Da verkauft man Zitronen. Und dann gradest du deine Zitronenverkaufsding ab, ja. Und dann klickst halt immer weiter, kriegst immer Geld. Und dann verkaufst du noch was anderes dazu. Zeitungen verkaufst du dann dazu zum Beispiel. Verkaufst du Zitronen und Zeitungen, dann werden die automatisch verkauft und so. Ja, und das geht halt in immense Summen, also Billiarden, Trilliarden, Uno, Gento, Cinquilliarden, was weiß ich was. Spannend, ja. Okay, genau, und es geht halt hier. Ich habe halt so viel Zeug, jetzt kann ich ja gar nicht mehr alles spielen. Doom Eternal zum Beispiel. Habe ich auch mal im Sale irgendwie gekauft. Mega gut gemacht. Das hat, finde ich, die besten Gimmicks, die man finden kann. Ja, Sammelobjekte aller Zeiten. Das ist richtig geil, das macht Spaß. Also, das ist ein Top-Spiel. Super aufbearbeitet und Action stimmt, alles stimmt. Ich bin halt mega schlecht da drin. Ja. Bin auch ein Schisser und ich habe dann auch gleich Angst. Also. Napoleon, Total War, Hammer, mit den Mods, die es da gibt, ja, Wahnsinn, War of Rights, natürlich, klar, bin ja Bürgerkriegsfan, wie man auch gesehen hat, genau, halt, die Zeit interessiert mich, Formel 1 Spiele hier, Formel 1 2020, das stimmt nicht, das habe ich nämlich auf der PlayStation 4 gespielt, und zwar ohne Ende, die ganze Saison, und zwar jedes Rennen auf 100%. Natürlich, ich kenne das nicht anders, ich fahre kein Rennen, also erstens fahre ich in der Cockpit-Perspektive. Und zweitens fahre ich die Rennen auf 100%, weil in echt fährst du ja auch die Rennen auf 100%. Und ich finde bei so einer Simulation dann mit Reifenabnutzung und allem, finde ich es irgendwie, keine Ahnung, ist nichts für mich, das dann nur auf der Hälfte zu spielen oder auf dem Drittel oder so. Ja, nichts für mich auf jeden Fall. Hier, Ultimate Admiral Age of Sail ist wie Ultimate General Gettysburg oder wie heißt's? American Civil War. Nur halt hier um die Zeit so 1700, 1800 rum, ja.
Das Schiffskampf ist ein bisschen langsam, aber ansonsten tolles Spiel auch. Oh mein Gott, Imperator Rome. Das machen die nicht weiter. Paradox, warum macht der Imperator Rome nicht weiter, wo es jetzt so gute Bewertungen gekriegt hat nach und nach? Ja, es hat sich ja verbessert. Die haben ja gearbeitet an dem Spiel. Es sei richtig toll. Es sei besser als Crusader Kings 3 teilweise. Und ja, Paradox hat gesagt, nein, machen wir nicht weiter. Leute, macht doch nicht sowas. Night of the Rabbit. Domina. Das ist schon ein Gladiatorenspiel. Ich hatte es dann nicht ganz verstanden und nach 35 Minuten hat es mich so angeödet schon, dass ich es nicht verstanden habe. Dann habe ich es gelassen. Ja, natürlich King's Quest, Space Quest, Outer Wilds, House of the Dying Sun. House of the Dying Sun ist eines der Spiele, das man gut in VR spielen kann, ist auch für VR gemacht. Und wenn ihr VR schon mal gespielt habt, wisst ihr, was ich meine? Wenn nicht, ihr müsst das erleben. Das Erlebnis VR, ja, es muss man ja als Erlebnis eigentlich bezeichnen. Gut, wenn man das jetzt gewohnt ist, ist auch nicht mehr so das Erlebnis, gell? Aber du kommst halt in diese Welt rein, du sitzt da und dann sitzt du in diesem verdammten Raumschiff drin, in diesem Jäger. Du sitzt in diesem Jäger drin, du guckst nach rechts, du guckst nach links. Die Größenverhältnisse stimmen, als ob ihr euch ins Auto setzt. Und dann denkst du dir, aha, ich verstehe. Ja, und das ist so ein krankes, krasses Gefühl. VR-Geschichten, da kommen wir auch noch ein bisschen weiter runter. Ja, das ist einfach unfassbar. Man muss nur aufpassen, wenn man ein bisschen seekrank wird, kann passieren, dass man da Seekrankheit kriegt. Ich bin das oberanfällig dafür, habe das aber selten bekommen. Ja, selten am Anfang. Ich hatte damals, ach, wie hieß das Ding? Egal, hatte ich auf jeden Fall das Testkit von der allerersten VR-Version hier von Steam. Und da habe ich also in den Eimer dann, ja, und das, ja, du hast lange, da wird einem lange schlecht davon. Oh mein Gott. Ja, es muss halt schon, man braucht mindestens, glaube ich, 60 Frames per Second oder so. Ja, dass einem da nicht schlecht wird. Das ist schon wichtig. Ja. Hier, Japanisch lernen, ihr wisst, ich lerne Japanisch ein bisschen. Minasan konnichiwa, Nihongo, das heißt Japanisch, ja. Genau, da. Die Spielchen, die sind voll mies. Lasst die weg. Braucht niemand. Die braucht ihr nicht, die braucht keiner. Einfach schön aus dem Buch lernen. Ja. Sprachen lernen heißt auswendig lernen, also nicht verzagen. Nicht verzagen, Gas geben. Genau, nichts. Aber nicht mit dem Spiel. Das bringt euch nicht weiter. Ich finde das Schwachsinn. Ja, Sherlock Holmes. Ich liebe Sherlock Holmes. Spiele, wo man eben ein bisschen rätseln muss. Ja? The Devil's Daughter habe ich nie gespielt. Ich habe das, seht ihr, es ist auch keine Spielzeit. Ich habe das nur gekauft, weil es dermaßen, aber dermaßen billig war. 2,99 oder sowas, irgendwie so. Und dann habe ich es halt mal gekauft, gell? Der Teil ist mehr auf Action ausgelegt und weniger auf diese Fälle da, auf diese Mordfälle. Soweit ich das weiß und auch ein bisschen übernatürlich und so. Davor, das war auf jeden Fall gutes andere Sherlock Holmes davor. Habe ich sehr weit gespielt auch. Okay, Leute, warte. Detroit Become Human. Ihr wisst es, auf dem Kanal aufgenommen. Bestes Spiel. Mega, mega bestes Spiel, finde ich. Also, ist das toll. Ja, da geht es eben um die KI und um Roboter, ob die deine Seele haben oder nicht und was passiert. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie das Spiel sich entfalten kann. Wahnsinn. Battlefleet Gothic Armada würde mich auch mal interessieren. Ich weiß nicht so genau. Ist halt Raumschlacht, macht laut Bum Bum. Finde ich prinzipiell geil, muss man halt mal testen. Weiß nicht, keine Ahnung. Muss man mal testen. Planet Zoo, so ein Aufbauspiel. Planet Zoo ist geil, aber Planet Zoo ist halt, du musst schon auch ein bisschen ein Händchen dafür haben, schön zu bauen und dann dir Zeit nehmen, um so ein Gehege hier zu machen. Das macht sich mal nicht schnell von alleine. Also das muss man auch wissen. Ja? Und im Endeffekt, du weißt genau, was dein Tier braucht und dann machst du halt jedes Gehege so, wie es das Tier braucht und dann ähneln sich die Gehege einfach alle. Total, ja, hat mich jetzt nicht so. No. Prinzipiell schon gut, aber weiß nicht. Banner Saga unübertroffen. Richtig geil. Da ist die Taktik hier dabei. Die Kämpfe, wenn ich das schon sehe, kriege ich schon wieder Bock drauf, weil das richtig gut ist. Die Geschichte ist gut. Ja. Leute, wenn ihr Bock habt an spannenden Wikinger-Sagen, an düsteren Geschichten, wo man allerdings viel lesen muss, gell? Dann ist das das Richtige für euch. Ja.
Battlestations Pacific, wieder meine zweite Weltkriegsader, kommt hier durch. Homeworld Remastered Collection. Das wäre was, was wir uns angucken könnten auch mal, weil ich das einfach spannend finde und weil ich euch einfach auch mal zeigen möchte, was das für einen Unterschied macht, wenn man eine epische Geschichte hat, im Gegensatz zu so einem Arcade-Spielchen. Ja? Wenn es einfach knallt, wenn es Bumm macht, wenn der Flotte eine Bedeutung zukommt, wenn man die Sachen eben baut. Und ja, und also die Schiffe baut und die. Du hängst an den Schiffen, weil du brauchst die Schiffe. Man spielt ganz anders, als wenn man irgendwas einfach nur verheizt. Richtig geil. Flight Control HD, wieder so ein Spielchen für mich. Muss man Flugzeuge. Na, lädt er mal. Muss man. Hier sieht man es ein bisschen. Da muss man. Er fliegt zum Beispiel hier, ja, und er muss hier auf dem Hubschrauberlandeplatz landen. Schickt man ihn dahin. Währenddessen hier Flugzeuge landen müssen und du klickst quasi hier drauf. Hält Mauszeiger gedrückt und sagt dann, lande hier. Ja, und er soll dann vielleicht vier landen oder so. Ja. Und ja. Also es ist ganz geil. Es ist ganz geil. Ja. Wir dürfen halt nicht kollidieren und das ist gar nicht so schwierig dann. Ja, selbstverständlich, der PC Building Simulator. Und ich hatte den damals, als der rauskam, schon, weil es mich interessiert hat. Und ja, wenn ihr Bock habt, PCs zusammenzubauen, das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber es ist halt einfach richtig geil. Ja, es ist einfach mega, mega gut. Du hast halt Aufträge, da kommt der Kunde und sagt, oh Scheiße, ich habe ein Virus auf dem Computer. Da musst du den Virus runtermachen. Hat mit der Realität nicht immer viel zu tun. Aber macht allemal einen ganzen Haufen Spaß. Ja. Oder eine neue Grafikkarte einbauen. Der braucht eine Grafikkarte, der braucht ein neues Netzteil. Du hast halt alles, ja, wie man es halt in echt auch hat. Und das ist schon geil. Also sie hätte gerne lieber die weißen, coolen Kabel da dran. Ja, da muss ich halt weiße, coole Kabel einbauen. Ja. Oder vielleicht gibt es auch inzwischen mit Beleuchtung. Da gibt es ja viele Updates. Ich habe das schon nicht mehr gespielt. Ich habe es 2020 das letzte Mal gespielt. Ja. Schon geil. Und seht, wir sind hier oben. Wir haben die ganzen Spiele angeschaut. Wir sind hier oben. Ich habe zu viel von diesem Zeug. Ich habe einfach zu viel Beat Cop. Eins meiner Lieblingsspiele. 14,5 Stunden. Du bist ein Cop. Du wurdest degradiert, musst jetzt wieder Streifendienst machen, ja, und ja, man erlebt halt die abstrusesten Sachen. Du musst Knöllchen schreiben. Ja, du musst gucken, dass du immer schön dein Donut isst. Ja, dann gibt es da verschiedene, da gibt es die Russen, dann gibt es die Italiener, dann gibt es ja, die Drogenverkäufer und so weiter. Und du musst dich mit denen halt gut stellen, je nachdem, und, ja, und am Ende einen größeren, komplexeren Fall lösen. Voll gut. Ich finde es geil. Hotline Miami auch gut, das macht ein bisschen, die Musik macht mich ein bisschen hippelig, immer, um ehrlich zu sein. Ja, Street Fighter 5, da dachte ich mal, ich müsste jetzt Street Fighter spielen und ich war so schlecht. Junge, war ich schlecht bei Street Fighter, es gibt's gar nicht. Dark Souls 3, das war auch mal billig, das war mal günstig, deswegen habe ich es mir besorgt. Ich halte davon nichts, das ist mir zu schwierig und ja, zu frustrierend, ist nicht meins. Ist nicht meins. Karate Master 2 Knockdown Blow. Auch zu schwer. Leute, es ist zu schwer. The Witcher 3, Wild Hunt, 125,5 Stunden und jede einzelne davon ist verdient. Es ist das beste Spiel. Und die Add-ons, Leute, ich sag's euch, die Add-ons. Super. Blood and Wine ist geil. Und das andere Add-on, wie es heißt, auch mega gut. Hold Fast Nations at War, das ist schon wieder 2019 gewesen. Junge, da geht ihr auf den Server, da war es damals. Ihr werdet verrückt. Da gibt es irgendwelche Franzosen, die schreien euch an. Formel der Linie! Und irgendeiner spielt irgendwelche Marschmusik neben über den Ingame-Chat. Es ist echt krank, ja, und dann geht's ab. Das hat auf jeden Fall Potenzial. Ist total vergleichbar oben mit Freedom. Wie heißt das Dings da? Ach, Leute, mit. Das finde ich es nicht. Zu viele Spiele, Leute. Es ist zu viel. Und man kann es halt nicht spielen, alles. Egal. Disco Elysium zum Beispiel. Abgefahren. Richtig geil. Disco Elysium. Shenzhen.io. Ich liebe so Spiele. Da muss man so Computerchips programmieren. Ja, mit Programmiersprache, wo es ein eigenes Handbuch gibt, wo man die selber lernen muss. Abgefahren, Leute. Hand of Fate, was ist? Oh Gott, es ist zu viel. Hier, VR-Museum of Fine Art. Du gehst mit der VR-Brille auf in ein Museum und es sieht halt einfach gut aus. Du siehst die Größenverhältnisse, alles. Du siehst dann das Kunstwerk und kannst dir es angucken. Und dann denke ich mir, Leute, ist das nicht was für die Schule? Sollten unsere Schulen nicht mit sowas ausgestattet sein eigentlich?
Ja, und dann da irgendwie Rundgänge machen und was lernen. Wäre das nicht der Hammer? Keine Ahnung. Ja. Okay, jetzt hören wir auf Skyrim, selbstverständlich. 178,2. Ich habe viel mehr gespielt. Es gibt ja noch viel mehr Versionen. Auf der PlayStation habe ich es auch mal gespielt und überall. Tolles Spiel. Tolles Spiel. The Rose and I ist auch ein VR-Film. Du stehst im Raum, ja, und um dich rum geht der Film. Und du musst dich hindrehen, dann im Raum gucken, ah, hier und da ist der Planet und so. Und es geht im Endeffekt um den kleinen Prinzen, das ist die Geschichte. Vom kleinen Prinzen von Camille de Saint-Exupéry. Nee, Antoine de Saint-Exupéry? Nicht Camille. Camille Saint-Saëns, so, und Antoine de Saint-Exupéry. Genau. Okay. Portal Stories VR, Leute. Es ist Tilt Brush. Ja, hier war meine VR-Zeit. Dann war das 2015, gell? 16. Auch schon wieder 5 Jahre her, dass ich dann VR gespielt habe. Ich habe es dann verkauft im Endeffekt, VR, weil ich habe es nicht oft genug benutzt. Einfach. Ja, und dann war ich damals schon zu geizig, ein bisschen, um ehrlich zu sein. Rocket League spielt sogar jemand gerade. Also da war ich halt so schlecht, kann ich überhaupt nicht. Ja, Leute, so sieht's aus. Brutal. Also es geht noch hier runter. Was gibt es hier ganz unten zu sehen? Heroes Generals, Free to Play. Beneath the Steel. Echt, ich habe Beneath the Steel Sky. Wow. Torchlight 1. F1 2010. Ja. Was ist der F1, das es gab? Das haben wir auch dann mit Liebe gezockt. F1 2010, als die Autos noch gut geklungen haben. Tja. So war das. Okay, Leute, ich wollte euch nur einen kleinen Überblick hier mal geben über die abgefahrene Steam-Bibliothek. Ja, ihr könnt. Ich habe den Account mehrfach gesichert, also da hat keiner eine Chance reinzukommen. Ja. Einfach, dass man es halt mal gesehen hat, Leute. Richtig krass. Ja. So sieht es aus. So sieht es aus, Leute. Ich wünsche euch einen wundervollen. Nein, eigentlich wollte ich euch noch Chess Ultra zeigen. Kommt, wir gucken uns noch Chess Ultra an. Gibt es auch im VR-Modus. Ja, Chess Ultra, dann kannst du in VR spielen. Da habe ich aber keinen VR gerade da. Weil ich nämlich jetzt auf die Idee gekommen bin, man könnte doch mal Schach spielen. Was? Dieses Spiel unterstützt asynchrones Spielen, was ihnen ermöglicht, das Spiel zwischen ihren Zügen zu beenden. Ja, möchte ich. Und hier kann man jetzt auch für Geld unterschiedliche Schachfiguren kaufen. Okay. Ist jetzt nicht mein Ding. Turnier, Tutorials. Könnt ihr alle Schach? Wisst ihr, wie Schach geht? Wollen wir ein Tutorial machen? Der Kurt, das ist Blödsinn, der Läufer. Will er mich ziehen, schlagen? Nein, was mich interessiert beim Schlagen, da gibt es eigentlich nur eine Geschichte und das ist en passant. Gibt es das irgendwo? Das gucken wir uns an, wenn hier was mit en passant steht. Das machen wir Rochade. Es gibt eine kurze und eine lange Rochade. Habe ich auch nicht gewusst. Die Gabel hier en passant, das möchte ich wissen. Die Gabel, ah cool, die Fesselung, ja, grundlegende Taktiken. Gut, wir gucken uns mal en passant an, Leute. Okay. Mozart? Auch wenn Sie gerade erst anfangen, sollten Sie die knifflige En passant-Regel kennen. Vielleicht können Sie ja andere Anfänger überraschen, die nicht wissen, dass man auf diese Weise ihren Bauern schlagen kann. Nur Bauern können En passant schlagen oder geschlagen werden. Und das auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Okay. Die Regel besagt, wenn der gegnerische Bauer zwei Felder von seiner Ausgangsposition zieht, können Sie ihn mit einem Ihrer Bauern so schlagen, als ob er nur ein Feld gezogen hätte. Okay. Dies geht jedoch nur im direkt darauf folgenden Zug. Wählt man einen anderen Zug, dann ist die Gelegenheit für das Schlagen en passant vorüber. Schwarz hat gerade seinen Bauern um zwei Felder von F7 auf F5 gezogen. Von F7 auf F5 gezogen. Um ihre Dame zu bedrohen, schlagen sie jetzt den schwarzen Bauern en passant, indem sie ihren Bauern von E5 auf F6 ziehen. 5, E5, F6. Oh. Okay, das ist en passant. Interessant. Ja, das habe ich nämlich nicht gewusst, das war für mich jetzt neu eigentlich. Die Gabel. Ein Gabel ist ein Zug, mit dem man zwei gleichzeitig bedrohen kann. Ja. Ein Zug, der zwei Bedrohungen zugleich erzeugt, gibt eine Gabel. Wenn Sie eine Gabel spielen, ist es unerheblich, ob Ihr Gegner die Bedrohung seiner Figuren erkennt. Ihr Gegner kann nicht beide Figuren retten.
Ja. Alle Figuren können Gabeln erzeugen, aber Springer und Bauern sind dazu besonders gut geeignet. Erkennen Sie die starke Springergabel? Verweis in diesem Beispiel? Also ich erkenne auf jeden Fall eine Gabel. Und zwar, wir haben hier einen Turm und wir haben hier einen Turm. Hier können wir nicht geschlagen werden. Wenn wir den Springer hier herstellen, dann können wir ihn hier schlagen. Ja, und den anderen hätten wir eben auch schlagen können. Okay, cool. Also wir machen jetzt nicht die ganzen Sachen hier. Ja, Elo 1200. Ich weiß nicht, was ich von Elo habe. Ob man das als Elo-Wert nennen kann, was ich habe. Das auch bezeichnen kann, kann ich nicht sagen. Ja, Leute, cool. Nettes Spiel, das ist momentan reduziert bei Steam. Chess Ultra möchte ich euch nur mal sagen, wenn es euch interessiert, es wird gerade viel Schach gespielt, viele Leute spielen Schach. Ich habe als Kind viel Schach gespielt. Und was heißt viel? Mein Vater halt Schach gespielt. Und genau, gerade reduziert auf 5,19 €. Und das finde ich einen anständigen Preis. Die Packs da unten, weiß nicht, ob man die braucht unbedingt. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall Sonderangebot. 5,19 € rentiert sich auf jeden Fall Chess Ultra. Ja, richtig cool. Ich mag auch zum Beispiel, es ist mir schon zu blöd, wenn die Figuren so aussehen. Oder hier, erkennt ihr hier überhaupt noch irgendwas? Also ich nicht. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche das gar nicht, solche Sachen. Jedenfalls, bin ich froh, bin ich einem Versprechen nachgekommen. Ich habe euch gesagt, ich zeige euch mal die Bibliothek. Haben wir jetzt gemacht. Und in diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch eine schöne neue Woche, die letzte Woche in diesem Jahr. Und dann geht's ins neue Jahr. Ich bin froh, dass ich mir keine neue CPU kaufen muss, keine neue Grafikkarte, das alles noch hält. Und ja, macht's gut, meine Lieben. Achso, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, meine Lieben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.